Carlos, grüße euch und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim und Part 3, jawohl. Wir wollen weiterziehen mit dem guten Ralof und die Welt vom Übel befreien. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Wo? Ich da. Habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Das mag sein, lieber Ralof. Ja, Helgen ist verloren. Der Drache hat gewütet und alles verbrannt. Nun, ich folge dir, Ralof. Beweg dich. Ich muss noch mal einen kleinen Check machen. Was haben wir denn hier? Diesel. Nehmen wir mal mit. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Ja, wir sollen uns einen Wächterstein aussuchen. Das machen wir auch gleich mal. Was haben wir hier? Der Diebesstein. Lernt alle Heimlichkeitsfähigkeiten 20% schneller. Gut, wollen wir aber nicht. Ist nicht unser Genre. Der Magierstein wird es auch eher weniger sein. Wir wollen natürlich den Kriegerstein. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur einen Segen eines Zeichens auf einmal haben. Jawohl, wir wollen aber das Zeichen annehmen. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Und er schickt den Segen in den Himmel, auf dass er auf uns herabscheinen wird im Kampfe. So. Ich habe hier oben eine Mine entdeckt. Lieber Ralof, du musst noch einen kleinen Moment warten. Aber ich glaube, man kann auch hier vorne hochgehen. Denn wir wollen uns erstmal die Taschen ein bisschen vollstecken. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch den Kriegshammer. Ich schau mal kurz hier, was wir noch so alles haben. Das letzte Mal aufnehmen ist etwas her. Gut, das wollen wir ja später alles verkaufen. Landbogen, sehr gut. Eisenhelm, ja. Schwere Rüstung. Wir müssen allerdings... Was haben wir denn hier? Pelzschild. So, das. Leichte. Ja, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich will auf... Also, ich möchte schwere Rüstung, natürlich, klar. Für einen Krieger gehört sich das so. Aber in der Schmiedekunst, später in dem Skillbaum, wollen wir... auch erstmal die leichte Rüstung hochpowern, weil da ist ein Skill drin. Da können wir später eine sehr schöne Rüstung machen, die auch passt, finde ich. Und deswegen wollen wir dann auch erstmal die leichte Rüstung hochpowern, aber natürlich letztendlich auf die schwere Rüstung gehen. Gut. So, das. Aber für den Anfang ist das noch nicht ganz so relevant. So. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Gut, gut. Falls wir auf Kaiser Glutsplittermine entdeckt. Jawohl. Wer verbiegt sich hier? Freund oder Feind? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum ausgesucht. Du erst recht. Bandit, Gold. Was haben wir denn hier? Fellrüstung. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Die nehmen wir auch gleich mal mit. So. Da die Sturmmäntel ja nicht so angesehen sind in dem Gebiet, wollen wir uns doch auch erstmal... Ja, verkleiden so gesehen. So, leichte Rüstung. Fell, Fellrüstung, Fellschuhe. So.
Haben wir denn sowas? Gut, der Helm ist jetzt nicht das Wichtigste. Achso. So. Können wir mal kurz gucken? Jawohl. Schön. Schön der Bart, wie er da drunter herguckt. Klasse. So. Da ja hier schon ein Bandit draußen stand. Schnell noch eine Blume gepflückt. Durchsuchen wir doch mal die Glutsplittermine. Was wird uns begegnen? Fackelhalter. Wir sehen eine Falle. Haha, nicht mit uns. Wir Kampferprobten. Rauer Wüstling. Was ist hier los? Noch mehr Banditen. Die krallen wir uns. Einer weniger. Komm her. Komm her. Sehr schön. Bandit. Altowein. Prost. So. Das war der eine. Dietrich, auch sehr wichtig. So, Käse, guten Appetit. Das ist mein kleiner Snack zwischendurch. Oh, eine Spitzhacke, sehr gut. Sehr wichtig für später. Eisenerz, das wollen wir uns doch erstmal mitnehmen. Denn wir wollen ja schmieden. Und dazu brauchen wir Erze. Ja, ich versuche, auch beruflicher Basis, also weil ich viel arbeiten muss, ja, versuche ich so circa dreimal die Woche ein Video rauszubringen. Mit der Zeit werde ich dann wahrscheinlich auch zwei Spiele auf einmal in Angriff nehmen, aber das muss ich dann erstmal zeigen. So, rauer Wüstling nehmen wir uns auch nochmal mit. Geldbeutel. Tagebuch. So, okay. Aber wir klauen uns mal eine Fackel. Kann nicht schaden für zwischendrin. Altowein. Immer diese Säufer hier. Ein Hebel. Hier geht runter. Da kommt wer. Ich hätte etwas gehört. Okay, ich scheine mich gehört zu haben. Guten Tag. Mehr. Er rastet ja komplett aus. Gold, her damit. Ihr Banditen, euch lege ich das Handwerk. Oh, was ist das? Gold. Okay, wie komme ich da hin? Ah, okay, alles klar. Zack. Oh, 25 Goldmünzen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Gold. Was ist das? Zauberbuch Hellsehen. Krallen wir uns. Aber wie? Ah, Tür. Hallo? Lassen wir die Spielchen. Genau. Mist. Und tschüss. Ah. Ein Schlüssel. Oh, Stab der Funken. Eingesackt. Und eine schöne, dicke Truhe. Orkischer Kriegshammer. Hallo. Armseliger Stein. Ah, was sehen wir hier?
Eisenzweihänder, du bist mein. Waffe. Da ist er. Ausrüsten. So. Was haben wir denn hier noch? Der ist schön viel wert. Den werden wir verkaufen und den sowieso. Ah, endlich. Sehr gut. Hier ist noch eine Tür. Novize. Okay, das ist dann wahrscheinlich eine Zelle und das Klo. Wir dringen weiter in die Höhle vor. Was wird uns erwarten? Was war das? Was war was? Da ist wer und er kommt hoch. Überraschen wir ihn. Guten Tag! Oh. Schlafen Sie gut. Wir sehen uns in Valhalla. Oder eher in Sovngarde, so. Gut. Gucken wir mal, was wir hier Schönes finden. Schmiedekunst verbessert. Wunderbar. Eisenerz, her damit. Kriegsbeute. Eisenbarren. Nehmen wir auch. So, können wir denn schon irgendwas vielleicht verbessern? Bla 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 bla. Jawohl. Sieht ganz danach aus. Eisenzweihänder? Fein. Gut, einen hoch. Aber was soll's, ne? So. Können wir noch hier... Ist da jemand? Hier kämpfen? Oh, der hat einen Bogen. Ihr wollt zu den Nord gehören? Okay. Dann müssen wir wohl oder übel... Wir markieren auch gleich mal einen. Auch zum Bogen greifen. Zack. Gute Nacht. Nee. Nahkampf. Bandit. Ah, die ist natürlich auch sehr, sehr schön. Aber schreibt's mir doch mal in die Kommentare, ob wir lieber auf die Stahl- oder auf die Streitaxt oder auf das zweihändige Schwert gehen wollen. Das würde mich mal interessieren, was ihr vielleicht darüber denkt. Mir ist es eigentlich egal. Schreibt's mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, das interessiert mich. So, wir gehen weiter. Ich möchte euch ja natürlich auch mit in das Spiel einbinden. So. Hier wurde wohl gut gespeist. Und hier ist die Schatzkammer. Rolle der Harmonie. Oh, sehr viel wert, sehr gut. Ja, wir haben auch nur Traglast, 300. Gut. Also wir müssen ein bisschen gucken. So, Gold. Gold wiegt nichts zum Glück. Aber die Edelsteine wiegen ein wenig. Aber egal, das können wir ja nachher alles schön verkaufen. So. Ich glaube, hier geht's weiter. Hier geht's aber auch noch lang. Wo kommen wir hin? Ah. Oh. Wir wollen ja aber nicht runterrutschen. So.
Und geknackt. Dietrich. Stahlbarren. Und kleine Heilung. Wir sacken doch gerne alles ein. Mal sehen, was uns noch erwartet. Okay. Ich glaube, die machen Geräusche. Wollen wir mal nicht. Okay, aber hier scheint schon der Ausgang zu sein. Erwartet uns hier auch noch eine Wache. So, Ralof, wo bist du? Was haben wir hier? Eisenerzader. Gut, die sacken wir uns noch ein. Hau da mal richtig drauf. Wir brauchen Brocken. Halga, hä? So, hier ist die Straße. Oh, ich glaube, Ralof hat schon gewütet. Wir schnappen uns mal die Felle. Wie gesagt, Leder wichtig, nachher auch zum Schmieden. Bergblumen. Nochmal Bergblume. Zack, zack. Gut, die lassen wir jetzt da. Was haben wir hier? Nochmal Distel. So. Weiter geht's. Wir wollen nach Flusswald. Und da vorne sieht auch schon aus, als ob es die Grenze wäre. Also die Stadtmauer. Und das Sägewerk hier. Jawohl. Flusswald entdeckt. Jawohl. Wunderbar. Ja, ihr Lieben. Wir sind in Flusswald angekommen und machen an dieser Stelle auch eine Pause. Ja, heute ist Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Und ich denke mal, morgen Abend, also am Montag, wird die nächste Folge erscheinen. Also wie gesagt, schon mal noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.